Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 84. Das ist ein Antrag auf eine Aktuelle Stunde der Fraktion der CDU. Schutz unserer Einsatzkräfte, Solidarität und Respekt für diejenigen, die uns schützen. Drucksache 209345. Und als erstes darf ich dem Abgeordneten Bauer das Wort geben. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte zunächst zu Beginn dieser Debatte besondere Gäste begrüßen, weil ich denke, es ist auch ein Zeichen der Wertschätzung, dass Sie heute hier anwesend sind bei diesem Thema. Ich sehe auf der Tribüne, wenn ich genau schaue, den Landespolizeivizepräsidenten Herrn Dr. Wagner, den Inspekteur der Polizei, den Herrn Thomas Seidel, den Landespolizeipräsidenten von Westhessen, den Herrn Paschek und auch den Landesfeuerwehrpräsidenten Herrn Fischer. Vielen Dank, dass Sie heute dieser Debatte beiwohnen. Ich denke, es ist ein wichtiges Thema, denn es geht erneut um die unsäglichen Zustände. Erstmal begrüßen. Leider machen die Übergriffe auf Einsatzkräfte immer wieder eine solche Debatte notwendig. Nur drei kurze Beispiele aus den letzten Tagen in Hessen. Am 9. Oktober wurden zwei Polizisten auf einem Volksfest im mittelhessischen Grünberg verletzt, als sie von einem medizinischen Rettungsteam zur Hilfe gerufen wurden. Nur einen Tag später, am 10. Oktober, wurden vier Beamte in Ginsheim-Gustavsburg verletzt, als wohl ein unter Drogen stehender Mann vor einen Streifenwagen sprang und bei der anschließenden Kontrolle die Einsatzkräfte unvermittelt angriff. In Rüdesheim Ende September passierte gar Ungeheuerliches. Während einer Reanimationsmaßnahme sammelten sich Schaulustige um das leblose und leicht bekleidete Opfer und zückten ihre Handys. Auf die Aufforderung, dies zu unterlassen, schlug eine junge Frau einen Feuerwehrmann. Als der Sichtschutz aufgebaute Leiterwagen von diesen Personen auch noch bestiegen wurde, um bessere Fotos zu machen, schlug erneut eine Frau auf die entsprechend eingreifenden Feuerwehrleute zu. Meine Damen und Herren, das sind nur drei kurze Beispiele, aktuelle Beispiele für die wachsende Zahl an Übergriffen und Einsatzkräften. Wir sagen dazu ganz klar, wer andere schützt, braucht dringenden Rückhalt unserer Gesellschaft. Wir fordern Dank und Anerkennung statt Generalverdacht und Respektverlust unseren Helferinnen. Wir stehen hinter den Einsatzkräften und dulden keine Gewalt, meine Damen und Herren. Und als Gewalt im Dienst zählen für uns alle Vorkommnisse, in denen Beschäftigte verbal, physisch oder psychisch angegriffen werden, was zu einer Beeinträchtigung führen kann an Gesundheit, an Sicherheit oder auch am Wohlbefinden. Wir akzeptieren deshalb weder die Bezeichnung Bulle, noch sind wir der Auffassung, dass ein paar Farbbeutel oder Eierwürfe auf Einsatzbeamte während einer Demonstration eingepreist seien und damit quasi zum Berufsrisiko gehören. Meine Damen und Herren, das sind für uns keine Kavaliersdelikte, das ist für uns der Anfang von Respektverlust und das ist Ausdruck einer zunehmenden Verrohung. Und es muss deshalb schon auf dieser Ebene eine unmissverständliche Reaktion des Dienstherrn und von uns allen erfolgen. Für Einsatzkräfte, aber im Grunde nach für sämtliche Bereiche des öffentlichen Dienstes, in allen Dienststellen und an allen Arbeitsplätzen gilt Null Toleranz bei Gewalt, meine Damen und Herren. Und ich möchte bei der Debatte, wie wir die Einsatzkräfte besser schützen, auch eigentlich keine Diskussion darüber führen, wie wir die Protektoren in der Schutzbegleitung verbessern und dass wir stärkere Helme anschaffen müssen, damit die Beamtinnen und Beamten in ihrem Dienst die Schläge besser wegstecken müssen, die sie entsprechend bekommen. Das ist die völlig falsche Debatte, meine Damen und Herren. Natürlich sorgen wir für bestmögliche Schutzausstattung. Wir haben dafür die erforderlichen Finanzmittel im Haushalt bereitgestellt. Mehrere tausend neue Schutzpakete wurden angeschafft, mit neuen Arm- und Beinprotektoren, ballistischen Schutzwesten mit integriertem Stichschutz. Mehr als 10.000 Schnittschutzschals heißen die, wurden angeschafft. Meine Damen und Herren, das ist keine Errungenschaft, das ist eine Selbstverständlichkeit für uns. Und bei vertieftem Nachdenken empfinde ich es sogar als eine Schande, dass wir unsere Beamtinnen und Beamten mit sogenannten Spuckschutzhauben ausstatten müssen. Schon allein die Erklärung in Wikipedia zeigt, ich darf definieren, eine Spuckschutzhaube ist ein Einsatzmittel, das uns davor schützen soll, durch ausgespuckte Körperflüssigkeiten beleidigt oder und im Krankheitsfall infiziert zu werden. Mir fallen dazu nur unparlamentarische Begriffe ein, wenn ich das kommentieren würde, meine Damen und Herren. Wir Christdemokraten, Innenminister Peter Beuth und die Hessische Landesregierung nehmen diese Entwicklung nicht einfach nur hin, meine Damen und Herren. Wir sorgen für bessere Ausstattung und wir sorgen auch dafür, dass das Thema Gewalt gegen Polizisten natürlich auch fester Bestandteil ist von Aus- und Fortbildung. Unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten trainieren in Einsatztechniken auch Kommunikations- und Deeskalationstechniken. Wir wollen Gewalt vermeiden und das will auch die Polizei.
Zu einem verbesserten Schutz ist auch die Bodycam entwickelt worden, made in Hessen. Sie hält fest, was Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Dienst erleiden müssen, und sie wirkt vor allem auch deeskalierend für alle Beteiligten. Auf hessische Initiative, alles gute Dinge. Auf hessische Initiative wurde auch 2017 die Strafandrohung für Einsatzkräfte erhöht. Meine Damen und Herren, Polizeibeamte, Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte sind kein Freiwild, an denen man sich austoben kann. Unsere Einsatzkräfte sind Mitmenschen in Uniform. Und ein Ausdruck für Respekt und Wertschätzung ist deshalb auch die Schutzschleife, ein Symbol für Verbundenheit mit unseren Einsatzkräften. Sie ist in den Farben Blau, Rot und Weiß gehalten. Diese drei Farben stehen für die Polizei Blau, für die Feuerwehr Rot und für die Rettungskräfte Weiß in unserem Land. Sie leisten tagtäglich 24/7 an 365 Tagen Dienst für uns. Sie stehen ein mit ihrer Arbeit für uns, und mit ihrem Leben oftmals stehen sie dafür ein. Wir dürfen nicht aufhören, deshalb Position zu beziehen. Wir dürfen es dabei aber nicht bewenden lassen. Wir müssen ganz deutlich machen, was uns die Sache wert ist. Null Toleranz für Gewalt gegen Polizeibeamte und Bedienstete. Wir stehen hinter Ihnen, und wir werden jede Gewalt entsprechend konsequent ahnden. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Bauer. Für die Fraktion der Linken hat jetzt der Abgeordnete Felstehausen das Wort. Geht ja nicht von meiner Redezeit ab. Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bereits zum dritten Mal debattieren wir in dieser Legislatur auf Antrag der CDU über Gewalt gegen Einsatzkräfte. Die letzte Debatte hatten wir gerade erst in der letzten Plenarwoche. Und ich kann nur feststellen, dieses doch sehr reflexhafte Wiederholen des CDU-Lieblingsthemas kann nur bedeuten, die CDU hat offensichtlich ihren Wahlkampf begonnen und hat offensichtlich Angst vor einer Bundesinnenministerin aus Hessen. Eigentlich ist es grotesk, dass die CDU ausgerechnet, dass sie sich im Bereich der Sicherheitspolitik profilieren möchte, bei den nicht abreißenden Skandalen, die wir in der letzten Zeit bei der hessischen Polizei hatten. Ich erinnere mal an rechte Chatgruppen, an das Verschwinden von Waffen aus Asservatenkammern, aus unverhältnismäßige Gewaltanwendungen, an Datenlecks und vieles mehr. Ein bisschen mehr Ruhe für den Redner, bitte. Vielen Dank. Und die hessische Polizei hat vor allen Dingen ein Problem auf der Führungsebene. Da, glaube ich, muss man auch tatsächlich ansetzen. Wenn Sie wollen, dass die hessische Polizei mit mehr Respekt und mehr Solidarität begegnet wird, dann muss Staatsminister Beuth den Laden endlich in den Griff bekommen. Und er muss dafür sorgen, dass nicht permanent negative Schlagzeilen über die Polizei durch die Presse gehen. Führungskultur heißt eben nicht, sich Willfährigkeit zu sichern durch politische Beamte, die man beliebig austauschen kann, wenn es brenzlig wird. Führungskultur heißt eben nicht, dann, wenn Skandale aufgedeckt werden, sich wegzudrücken. Und natürlich, meine Damen und Herren, muss man schauen, was die Ursache für Missstände bei der Polizei sind. Neben vielen anderen ist es sicherlich auch der Frust im Job, der zu Fehlverhalten führt. Frust über mangelnde Wertschätzung in Form von Beleidigungen und körperlichen Angriffen. Und da sagen wir sehr deutlich, jeder einzelne Angriff und jede einzelne Beleidigung ist eben eins zu viel. Frust produzieren aber auch die Überstunden und die verfassungswidrige Bezahlung, die schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und auch das alles hat nichts mit Solidarität und Respekt gegenüber unseren Einsatzkräften zu tun. Was bei den Pflegekräften gilt, gilt nämlich auch bei der hessischen Polizei. Klatschen alleine reicht nicht. Vernünftig wären bessere Arbeitsbedingungen statt Schutzschleifen. Das wäre wirklich solidarisch und respektvoll, meine Damen und Herren. Aber kommen wir noch einmal konkret zum Thema Schutz der Einsatzkräfte. In der letzten Legislatur wurde auf Initiative Hessens auf Bundesebene das Strafrecht in diesem Bereich verschärft. Argumentiert wurde mit der abschreckenden Wirkung, die ein höherer Strafrahmen mit sich bringe.
Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt wird beklagt, dass es wieder mehr Angriffe auf Einsatzkräfte gibt. Das heißt doch aber, dass diese Strafverschärfungen gar nichts gebracht haben oder die höheren Fallzahlen eben erst dadurch entstehen, dass wir Strafverschärfungen haben. Ja, genau. Ich habe auf die Reaktion gewartet, und deshalb möchte ich Ihnen das ganz kurz erklären, was ich damit meine. Ich bin, dass ich das bei Ihnen nicht schaffe, da bin ich mir sicher, aber da gebe ich mir auch keine Mühe. Ich bin ja bekannterweise kein Freund von Steuerhinterziehern. Aber wenn Sie der Meinung sind, dass es zu viele Steuerhinterziehungen gibt und als Reaktion darauf zur Abschreckung die Geringfügigkeitsschwelle absenken, dann dürfen Sie sich eben nicht wundern, wenn mehr Delikte angezeigt werden. Was passiert, wenn Sie jetzt mehr Steuerfahnder einstellen? Ja, es werden noch mehr Delikte festgestellt. Diesen Argument, diesen Anstieg jetzt als Argument zu nutzen, die Strafbarkeit erneut zu verschärfen, wird doch nicht zu dem Rückgang führen. Wenn Sie da noch einmal nachlesen wollen, googeln Sie bitte einmal den Begriff Lüchow-Dannenberg-Syndrom. Es bezeichnet nämlich das Phänomen, dass mit einer Erhöhung der Repression eine Erhöhung der statistisch erfassten Vergehen und Verbrechen nach sich zieht. Meine Damen und Herren, Kriminologen kennen diesen Fakt. Also, was sagen wir dazu? Statt immer weiter Strafverschärfungen zu fordern, wäre eine Analyse notwendig, ob die bisherigen Strafverschärfungen denn überhaupt den gewünschten Effekt erzielt haben. Vielleicht sind es ja auch andere Wege zum Schutz von Einsatzkräften, die sinnvoller sind, mit der wir mit den Vertreterinnen und Vertretern der Polizei diskutieren müssen, wie z.B. vermehrte Sozialarbeit in den Brennpunkten, wie Legalisierung von Cannabis, wie die Entkriminalisierung von Schwarzfahren oder vielleicht auch mehr Polizei auf der Straße statt hinter Videomonitoren. Vielleicht könnten das alles Beiträge dafür sein. Bitte? Es ist keine vermehrte Redezeit mehr da. Wunderbar, dann komme ich zum Ende, Frau Präsidentin. Ja, diese Fragen können und müssen wir kriminalpolitisch und lösungsorientiert diskutieren. Die CDU betreibt hier tatsächlich Populismus auf dem Rücken der Einsatzkräfte. Solidarität und Respekt gehen anders, meine Damen und Herren. Und auch das ein Respekt. Googeln Sie es einfach mal, lesen Sie es mal durch, und dann diskutieren wir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Abg. Feldhausen. Für die Fraktion der SPD hat jetzt der Abg. Holschuh das Wort. Danke schön, Frau Präsidentin. Ja, herzlichen Dank für diese Aktuelle Stunde, weil auch wir damit die Möglichkeit haben, uns auch noch einmal recht herzlich zu bedanken und auch die uneingeschränkte Solidarität gegenüber den Rettungskräften, der Polizei, der Feuerwehr und den ganzen Rettungsdiensten auszusprechen. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit, die Sie jeden Tag leisten für die Hessinnen und Hessen in unserem Land. Traurig ist es allerdings, dass wir immer wieder solche Anlässe haben in Hessen, dass wir solche Aktuellen Stunden brauchen. Leider ist es so. Herr Bauer hat ein paar Beispiele genannt. Ich will eines anfügen, weil das eigentlich so ein belangloses Beispiel war. Es ist ein einfacher Unfall. Es stürzt ein Auto um. Zwei Personen sind eingeklemmt. Die Feuerwehr kommt, die Polizei kommt. Eigentlich alles ganz normal. Ein ganz normaler kleiner Unfall in einer Kleinstadt in Südhessen. Und dann entstehen plötzlich Gaffergruppen, die sich vordrängeln wollen, die hindern die Feuerwehr, die Polizei an ihrem Einsatz, an dem, was sie eigentlich machen wollen, an dem helfen. Und es kommt dazu, dass dann noch Platzverweise ausgesprochen werden müssen. Also eigentlich eine ganz normale Situation, die plötzlich droht zu eskalieren. Und das ist etwas, was wir in Hessen nicht zulassen dürfen. Dadurch müssen wir an der Seite der Einsatzkräfte stehen und müssen das immer wieder laut sagen. Wir haben in diesem Hause schon viel zu oft über den Schutz derer gesprochen, die uns schützen und uns allen helfen, die da sind, wenn wir sie in Notsituationen brauchen. Aber warum ist es denn wieder notwendig, darüber zu sprechen, dass es diese Missstände immer noch gibt und dass sie nicht weniger werden? Ja, die Zahlen in der Pandemie haben so ein bisschen verfälschen, glaube ich, die Situation etwas. Da ging es etwas zurück. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Verfälschen der Zahlen. Die leichten Rückgänge in den Statistiken sind nicht die Realität.
Und die Beispiele wurden ja auch entsprechend beschrieben. Und die Vielzahl der Vorfälle reichen von Beleidigungen. Ich glaube, das ist noch das Einfache. Da hat man sich ja fast schon dran gewöhnt, obwohl man das auch nicht machen darf. Anspucken, Körperverletzungen, alles kommt dazu. Eine Rettungssanitäterin hat mir kürzlich gesagt, ich habe den Beruf doch gewählt, weil ich helfen will. Und ich werde immer wieder dafür bedroht und beleidigt. Das macht doch was mit jemandem. Das macht doch was mit jemandem, der seinen Beruf ausüben will, der anderen Menschen helfen will. Und den Leuten müssen wir an der Seite stehen und dürfen sie nicht alleine gegenüber solchen Problemen gegenüber alleine lassen. Ohne Frage auch. Es wird schon viel getan im Rahmen der Prävention. Wir haben auch in der Vergangenheit ja immer wieder auch über Maßnahmen diskutiert, die helfen sollen. Aber es ist ja nicht besser geworden. Also müssen wir schon mal gucken, wo liegen denn die Gründe und wo können wir doch das eine oder andere besser machen. Ich glaube, konsequentes Handeln bei Vorfällen in der Polizei ist sicher einer der Dinge, die wir machen müssen. Wir müssen die 99,99% der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten schützen, indem wir die faulen Äpfel, die dabei sind, konsequent aussortieren und auch entsprechend bestrafen und entsprechend der Härte zeigen. Das muss der Schutz sein der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, damit sie nicht am nächsten Tag auf der Straße in irgendeine Ecke gestellt werden, in die sie nicht gehören, weil sie nur ihren Dienst ausführen. Wir haben im Sommer eine Sicherheitstour gemacht durch ganz Hessen und haben mit vielen Polizeibeamtinnen, Polizeibeamten im Rettungsdienst, mit Feuerwehrleuten gesprochen. Und was immer auch zur Sprache kam, war ein gewisses Ohnmachtsgefühl. Ein Ohnmachtsgefühl eigentlich zu dem Hauptthema dieser Woche, zu dem Thema Justiz. Weil es ist immer ein Gefühl des Alleingelassenseins, wenn man etwas zur Anzeige bringt und es wird relativ schnell eingestellt. Oder zwischen der Anzeige und der Verurteilung vergeht ein viel zu großer Zeitraum. Der Justizminister Posek hat ja entsprechend ein Programm angekündigt, einen Pakt der Justiz angekündigt. Aber dieser Pakt der Justiz ist auch dringend notwendig, weil genau das wird immer wieder von den Betroffenen angesprochen, dass sie sich alleine gelassen fühlen. Und genau dieses Gefühl müssen wir in diesem Hause vermeiden, dass sich die Leute alleine gelassen fühlen. Für die Betroffenen ist es enorm wichtig, dass es eine strafrechtliche Reaktion gibt. Das habe ich eben jetzt versucht, auch noch einmal deutlich zu machen. Und wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder in anderen Diskussionen auch angezeigt, dass es wichtig ist, dass man auch das Anzeigeverhalten entsprechend begleitet und auch mal untersucht. Ja? Kommt denn jeder Fall zur Anzeige? Gibt es ein großes Dunkelfeld? Warum wird er nicht angezeigt? Ja? Ist es wirklich diese Ohnmacht, dass nichts passiert? Aber dazu, wie gesagt, haben wir in der Vergangenheit schon einiges miteinander ausgetauscht. Wir brauchen diese Kampagnen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin auch immer kein Freund davon, von den Rettungskräften und von den Polizeibeamtinnen zu reden. Gerade im ländlichen Raum, glaube ich, da können wir viele zustimmen. Dann ist es eben nicht die Polizei oder die Feuerwehr, da ist es Horst, Ivana, Lena bei der Freiwilligen Feuerwehr, da ist es Ralf, Ahmeten, Katharina bei der Polizei und da ist es Asli, Peter und Stefan beim Rettungsdienst. Und das sind eben Menschen, das sind unsere Freunde, das sind die Familien, das sind unsere Nachbarn, die betroffen sind. Und dahinter denen müssen wir stehen. Herr Abgeordneter Holschuh, herzlichen Dank. Schluss kommen. Das war mein Schlusswort. Okay. Danke für das Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Holschuh. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt der Abgeordnete Müller aus Heidenroth das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat gilt es heute erneut, Danke zu sagen an die vielen Einsatzkräfte, die Mitmenschen, die sich in Uniform oder eben auch in weißen und blauen und die Feuerwehr, dafür steht es rot, aber sie haben trotzdem keine rote Uniform. Aber es passt, glaube ich, weil die Autos in Rot fahren. Genau, danke schön, Herr Innenminister. Den genauen Farbbegriff kennt er auch, hervorragend. Herzlichen Dank an Sie alle, die uns 24/7 rund um die Uhr im ganzen Jahr helfen, unterstützen. Wenn wir ein Problem haben, dann sind Sie für uns da. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Sie.
Und es ist ein Zeichen für die schwierige Situation, in der sich unsere Gesellschaft befindet, dass die Zahl der Angriffe, der Übergriffe, gerade auch in Einsatzsituationen steigt. Das ist etwas, was uns Sorge machen muss, wo wir uns auch schon gemeinsam positioniert haben, hier Anhörungen gemacht haben, ausgetauscht haben. Weil diese Übergriffe auf Menschen, die anderen helfen, zeigen, wie weit verschoben bei einzelnen Menschen, Mitgliedern unserer Gesellschaft mittlerweile das Gefühl für Anstand, Ehre, Respekt und gegenseitigen Umgang ist. Und das macht eigentlich Sorgen. Und da müssen wir jenseits von allem anderen ansetzen und versuchen, wieder zu einer Geschlossenheit in der Gesellschaft zu finden. Ich sage aber auch ganz klar, dass Solidarität, Respekt und Wertschätzung sehr gut und sehr wichtig sind. Das teilen wir. Alles in Ordnung. Aber konsequentes Handeln wäre noch besser. Und wenn wir seit Jahren hier fordern, dass die konsequente Ahndung von Angriffen auf Einsatzkräfte erfolgen muss, und wir als Freie Demokraten sogar ein komplettes Konzept vorgelegt haben mit der Zwei-Säulen-Strategie, wie man das machen kann, für knapp 3,5 Millionen € im Jahr könnten wir flächenmäßig in Hessen ausgebreitet schnell und konsequent diese Verstöße auch ahnden. Und da kommt dann aber nichts. Deswegen, Solidarität und Respekt sind gut und wichtig. Handeln wäre aber noch besser und noch konsequenter. Es gibt erste Ansätze in Südhessen, wo bei der Staatsanwaltschaft zwei Staatsanwälte damit betraut sind, sich konkret um solche Übergriffe zu kümmern. Das sollte man ausweiten. Es gibt jetzt zusätzliche Stellen, dann sollte man auch hier rein investieren. Aber wir sollten auch innerhalb der Polizei konkrete Anlaufstellen schaffen, die sich um diese Verfolgung der Straftaten gegen Einsatzkräfte kümmern, auch gegen andere Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, weil das richtet sich gegen den Staat, das richtet sich gegen die öffentliche Hand. Und das untergräbt das Vertrauen auch in den Rechtsstaat, wenn wir das zulassen. Und deswegen werbe ich noch einmal dafür, diese Zwei-Säulen-Strategie sich noch einmal anzuschauen. Es sind überschaubare Kosten, mit denen wir aber wirklich auch das Zeichen setzen, dass jemand, der angegriffen wird, dann erstens auch direkt betreut wird, dass es eben zur Anzeige kommt, dass er beraten wird und dass dann auch der Kontakt zur Staatsanwaltschaft vorhanden ist, zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft, um es zur Anklage zu bringen. Was der Richter daraus macht, das ist Aufgabe der dritten Gewalt. Auch hier braucht es eine konsequente Verbesserung der Ausstattung. Das haben wir diskutiert. Aber dann könnten wir ein echtes Zeichen setzen. Über Worte hinaus, über Dankbarkeit hinaus, über Respekt und Solidarität hinaus und konsequent wirklich auch faktisch helfen. Meine Damen und Herren, der Innenminister dreht heute Mittag 12.45 Uhr eine Runde draußen. Ich hätte es gar nicht schlecht gefunden, wenn diese Einladung an alle Fraktionen gegangen wäre. Weil das gezeigt hätte, dass das Haus geschlossen hinter den Einsatzkräften steht und dann auch entsprechend das nach außen trägt und zeigt. Ja, einfach hingehen ist okay. Sehr schön, dann komme ich mit. Dann gehe ich gerne. Sehr schön. Und wer von den anderen Fraktionen auch mitkommt, ich komme gerne mit und zeige damit auch die Solidarität und Wertschätzung und den Respekt gegenüber den Einsatzkräften. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Müller. Für die Fraktion der Grünen hat jetzt die Abgeordnete Goldbach das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Sachlage ist besorgniserregend. Einsatzkräfte werden immer häufiger angegriffen und werden Opfer von gewalttätigen Übergriffen. Das ist bedenklich. Und warum ist das so bedenklich? Nun, weil Feuerwehrleute, Polizistinnen, Rettungssanitäterinnen, Notärztinnen diejenigen sind, die Menschen in Notlagen helfen. Es sind Retterinnen und Helferinnen. Und wir müssen uns mal die Frage stellen, was sind eigentlich die Gründe für diese Entwicklung? Denn es ist ja eine gesellschaftliche Entwicklung, die da stattfindet. In einem Positionspapier von Verdi zu der zunehmenden Gewalttätigkeit gegenüber Einsatzkräften wird vermutet, dass die Gründe in veränderten sozialen Strukturen zu suchen sind.
dass der Respekt vor Autoritäten und Repräsentantinnen des Staates kontinuierlich abnimmt. Das haben auch meine Vorredner schon sehr deutlich und zutreffend gesagt. Und dass deshalb die Hemmschwellen sinken, Brutalität und Gewalt zunimmt. Verdi beschreibt außerdem, dass die Kundschaft in Anführungszeichen bei Rettungseinsätzen meistens in einem psychischen Ausnahmezustand ist, unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss steht. Und sie schätzen, und das finde ich jetzt wirklich eine sehr bedenkliche Zahl, dass bisher etwa 10% der Einsatz- und Rettungskräfte keinem Ausgriff angesetzt waren. Also 90% unserer Einsatzkräfte erleben gewalttätige Übergriffe. Interessant auch, und diesen Blick werfe ich ausdrücklich als Frau auf diese Übergriffe, die Täter sind in fast 90% der Fälle männlich. Und bei 70% handelt es sich um Patienten. Wenn die Angreifer von den Unbeteiligten kommen, also Zuschauerinnen, Passanten, die irgendwie dabei stehen, sind es zu 100% Männer. Also wir haben hier, wie in anderen Deliktsfeldern auch, wieder einmal ein Problem mit Männern, mit mangelnder Affektkontrolle und mit Aggressivität. Und ich möchte hier als Frau auch einmal klar sagen, Männer, wir tolerieren das nicht. Wir Frauen in dieser Gesellschaft wollen, dass sich Männer anständig verhalten und dass sie sich in allen Situationen friedlich verhalten. Wir haben das in so vielen Bereichen, und es wird immer schlimmer. Wir müssen den Gründen dafür mal auf den Grund gehen. Und wir Frauen müssen aufstehen und sagen, das geht so nicht. Wir tolerieren das nicht. Denn es kann nicht sein, dass die Frauen einen so wichtigen Beitrag in der Gesellschaft leisten, in ganz vielen Bereichen, die wesentlichen Beiträge leisten. Und da, wo Männer unterwegs sind, kommt es immer wieder zu Übergriffen und zu Gewalt und zu Aggressivität. Und jetzt möchte ich noch einmal zu den Ursachen kommen. Also, Herr Felstehausen, ich habe eben wirklich gedacht, ich höre nicht richtig. Das ist ganz schwierig, Ihren Beitrag hier überhaupt einzuordnen. Ich möchte nur mal so viel sagen. Es ist bestimmt auch ein Grund für die zunehmende Gewalttätigkeit, dass wir allgemein eine Verrohung in dieser Gesellschaft haben. Das betrifft alle, auch Frauen. Verrohung in der Sprache und in dem Verhalten. Und ich glaube auch, wir Politikerinnen haben eine ganz große Verantwortung, dass wir in unserer Sprache nicht verrohen, dass wir nicht schamlos übertreiben, dass wir nicht vor lauter Superlativen gar nicht mehr sachlich über Dinge reden können. Und genau in diese Richtung geht es, was Sie hier veranstalten. Und ich möchte mal was zitieren von Bert Brecht. Und ich finde, das ist sehr zutreffend für die Linke. Bert Brecht aus seinem Gedicht An die Nachgeborenen. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten doch selbst nicht freundlich sein. Das ist genau das, was Sie, Linke, machen. Sie erzählen immer, Sie wollen alles besser machen, die Zustände verbessern. Sie sind die Partei, die den Schwachen, den Entrechteten helfen will. Aber tatsächlich verbreiten Sie Hetze, Unwahrheiten. Und das tut der Stimmung im Land auch nicht gut. Ich danke ausdrücklich den Kollegen, natürlich Herrn Bauer, der die Aktuelle Stunde hier eingebracht hat, Herrn Holschuh und dem Kollegen Müller, die alle ganz deutlich gesagt haben, wie wichtig unsere Einsatzkräfte und ihre Arbeit in unserem Land, in unserer Gesellschaft sind und auch sehr gute Beiträge dazu geleistet haben, wie man der zunehmenden Gewalttätigkeit gegenüber Einsatzkräften etwas entgegnen kann. Ich freue mich, dass Sie heute hier vertreten sind. Ich freue mich auch darauf, nachher Sie alle vor dem Landtag zu sehen. Und ich möchte zum Abschluss nur sagen, wir werden uns alle demokratischen Fraktionen dafür einsetzen, dass die zunehmende Gewalttätigkeit nicht weiter steigt und irgendwann hoffentlich auch wieder abnimmt. Denn Gemeinwesen funktioniert nur mit den vielen Ehrenamtlichen. Wir brauchen wieder das Bewusstsein, das Gemeinwesen wird getragen von uns allen und ganz besonders von den Ehrenamtlichen. Und deswegen sollten wir Ihnen allergrößten Respekt und Hochachtung entgegenbringen. Ich danke Ihnen. Als Nächstes bitte ich Herrn Garf von der AfD ans Rednerpult.
Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Vertreter unserer Einsatzkräfte, bevor ich in meine Rede einsteige, möchte ich ganz kurz auf den Beitrag von der Fraktion Die Linke eingehen. Sehr geehrte Kollegen von der Fraktion Die Linke, Sie haben gerade genau das Gegenteil von Solidarität und Respekt gegenüber unseren Einsatzkräften hier gemacht. Sie haben sich hier gerade deutlich mit Ihren Worten demaskiert. Sie sind kein Freund unserer Polizei. Sie sind kein Freund unserer Einsatzkräfte. Die in den letzten Jahren steigende Zahl von Übergriffen auf Polizeibeamte, Mitarbeiter des Zolls, Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Katastrophenschützer, Krankenhauspersonal oder aber Mitarbeiter des Jobcenters ist besorgniserregend und ein Alarmsignal. Und bitte, verehrte Kollegen, kommen Sie mir nicht mit zunehmender Sicherheit, wie Sie es in vielen anderen Debatten hier tun. Wenn wir in einem Land leben, in dem Krankenhäuser, Arbeitsagenturen oder aber Schwimmbäder auf Sicherheitspersonal angewiesen sind, dann ist es bereits 11:05. Es ist mir ein klares Anliegen, mich bei all denjenigen zu bedanken, die in ihrem Arbeitsalltag viel in Kauf nehmen müssen, womöglich sogar eine Bedrohung für die eigene Gesundheit, ja das eigene Leben riskieren, um allen anderen Menschen zu helfen. Vielen Dank dafür. Da die Fraktion der AfD das Thema schon seit Jahren im Fokus hat, fordern wir eben auch die Realisierung des Schutzes für unsere Rettungskräfte von Seiten der Verantwortlichen in der Regierung. Im März 2020 beispielsweise habe ich mittels einer Kleinen Anfrage konkret die Übergriffe auf Rettungskräfte thematisiert und auch gefragt, was die Regierung dagegen tut. Der Tenor ist immer gleich. Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass Übergriffe gegen Rettungskräfte konsequent geahndet werden und des Weiteren der besondere Schutz der Familienangehörigen geleistet wird. Ähnlicher Wortlaut ist auch auf der Internetseite des Innenministeriums zu finden. Ja, dann machen Sie das doch endlich auch. Aber komisch, meine sehr geehrten Damen und Herren, komisch. Immer wieder erfahren wir von teilweise heftigen Attacken gegen unsere Einsatzkräfte. Die Täter schamlos und unerschrocken. Das harte bzw. ein hartes Strafmaß scheint diese nicht zu erreichen. Insofern, Papier ist geduldig und ein paar klare Worte an die Regierungskoalition. Sie müssen sich an Ihren Taten messen lassen und die sind leider zu zaghaft. Während Sie sich rühmen, dass die Polizei mit Schnittschutzschals und Schnittschutzhandschuhen etc. ausgestattet wird, müssen wir uns doch Folgendes fragen. Wieso müssen Einsatzkräfte in Hessen und in Deutschland mittlerweile eine Standardausrüstung tragen, die an eine fast kriegstaugliche Kampfmontur erinnert, meine sehr geehrten Damen und Herren? Gestern in der Haushaltsdebatte haben Sie sich damit gerühmt, dass wir bald 16.000 Polizeibeamte in Hessen haben. Das sollte uns eigentlich nachdenklich stimmen. Wesentlich besser wäre doch wohl, wir würden nur die Hälfte brauchen. Denken Sie mal drüber nach. Vielleicht sollte die CDU in diesem Zusammenhang ein ernstes Wörtchen mit ihrem Koalitionspartner reden. Denn aus dem grün-linken Spektrum wird regelmäßig eine abgrundtiefe Abneigung gegen Einsatzkräfte vertreten. Wenn sich Ökoterroristen auf der Straße festkleben und die Polizei mehr oder weniger tatenlos zusehen muss, wenn ideologiegetriebene Klimaaktivisten Einsatz- und Rettungskräfte mit Steinen bewerfen, auf sie spucken, sie schlagen und den Rechtsstaat mit Füßen treten, wenn Regierungspolitiker sich stolz mit extremistischen Musikbands abbilden lassen, deren Texte genau die Gewalt, die Respektlosigkeit gegen Einsatzkräfte bejubelt, ja dann, meine Damen und Herren, so lange wird sich an der gegenwärtigen Situation nichts ändern. Unsere Einsatzkräfte mögen nicht unfehlbar sein, doch zum allergrößten Teil leisten diese Menschen enorm viel
und erfüllen ihre Aufgabe verantwortungsbewusst und tadellos. Unsere Einsatzkräfte sind systemrelevant. Das dürfen wir alle hier nicht vergessen. Sie sind eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Und deshalb sage ich klar Ja zur Solidarität und Respekt für unsere Einsatzkräfte in Hessen und in Deutschland. Und wenn die Regierung das ebenso ernst meint, dann lassen Sie endlich auf Worte Taten folgen. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Innenminister Beuth das Wort. Ich bitte um etwas mehr Ruhe hier im Saal. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen von der hessischen Polizei, von der hessischen Feuerwehr, freue mich, dass Sie heute hier sind. Lieber Herr Felstehausen, das Lüchow-Danneberg-Syndrom ist mir nicht bekannt, aber ich habe den Eindruck, dass es ein linken Syndrom oder einen linken Reflex hier im Hessischen Landtag gibt. Jedes Mal, wenn wir so wichtige Themen besprechen, dann haben Sie die maximale Distanz zu unseren Einsatzkräften. Das ist ausdrücklich besonders bedauerlich, weil die Kolleginnen und Kollegen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einen sehr, sehr wertvollen Dienst leisten. Vielen Dank Ihnen dafür. Schleife tragen, Danke sagen ist das Motto unserer Kampagne mit der Schutzschleife, und sie ist leider notwendig. Ich bin der CDU-Fraktion sehr dankbar, dass wir heute diese Debatte hier führen und dass wir das kombinieren können, am Ende auch mit einer Öffentlichkeitsarbeit, die darauf aufmerksam macht, dass wir mit unseren Einsatzkräften, natürlich von der hessischen Polizei, aber eben auch von den Feuerwehren, von dem Rettungsdienst, von den Hilfsorganisationen, dass wir Solidarität zeigen. Das machen wir hoffentlich gemeinsam. So war es immer gemeint. Und ich freue mich, wenn viele Kolleginnen und Kollegen dann gleich auch mit nach draußen kommen um 13.45 Uhr und dort die Kampagne mit eröffnen. Meine Damen und Herren, knapp 5.000 Polizeibeamte sind Opfer einer Straftat im Jahr 2021 geworden. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von fast 20%. Und das, obwohl im Jahr 2021, wie bereits im Jahr zuvor, eigentlich die großen Veranstaltungen, wo so etwas immer wieder leider vorkommt, überhaupt nicht stattgefunden haben. Wir haben es mit verbalen, wir haben es mit körperlichen Angriffen zu tun. Und wenn ich eben in den dpa-Ticker geschaut habe, dann hat das BKA veröffentlicht, dass im Jahr 2021 fast 40.000 Fälle von Übergriffen stattgefunden haben, mit 90.000 Opfern bei den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Meine Damen und Herren, das ist in unserem Land, für unser Land, völlig inakzeptabel. Und da müssen wir gemeinsam gegen vorgehen, meine Damen und Herren. Die Debatte hat schon aufgezeigt. Wir hatten Dietzenbach, Grünberg erst in der vergangenen Woche. Wir hatten Fulda-Brück in Kassel. Wir hatten das Beispiel aus Rüdesheim, was hier gerade eben vorgetragen worden ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Angriffe auf jene, die uns helfen und die uns schützen, nehmen stetig zu. Diejenigen, die sich tagtäglich für den Schutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einsetzen, sind immer häufiger selbst Opfer feiger und hinterhältiger Attacken und Angriffe. Diese Entwicklung, meine Damen und Herren, dürfen und werden wir als Gesellschaft weder hinnehmen noch tolerieren. Deshalb haben wir im Jahr 2016 Schutzausstattung angeschafft. Das ist hier gerade eben dargestellt worden. Wir haben eine Bundesratsinitiative nach den Übergriffen bei der Einweihung der EZB. Sie erinnern sich noch an die brennenden Fahrzeuge, daran, dass Feuerwehrleute
Herr Präsident Fischer, angegriffen worden sind in Frankfurt und das Rote Kreuz damals getwittert hat, greift uns bitte nicht mehr an, lasst uns unsere Arbeit machen. Das war die Initialzündung für uns, dass wir gesagt haben, wir müssen dafür Sorge tragen, dass dieser Unwert dieser Taten auch richtig bestraft wird. Es hat dort eine entsprechende gesetzliche Änderung gegeben. Dafür sind wir dankbar. Aber ich sage für mich persönlich auch, das geht mir noch nicht weit genug. Weil, Herr Kollege Müller, Sie haben natürlich recht, was die Frage der Verfolgung angeht. Und Sie haben dann eben den Satz gesagt, und was der Richter dann daraus macht. Wir sind Gesetzgeber, also wir hier für Landesgesetze, der Deutsche Bundestag für die Bundesgesetzgeber. Der Bundesgesetzgeber, der kann den Richter binden, dass er eben diesen Unwert dieser Taten auch entsprechend darstellt, sodass der Richter ein entsprechend angemessenes, in unserem Empfinden, Urteil auch aussprechen muss. Insofern ist die Frage der gesetzlichen Initiative hiermit ein Punkt gewesen, der wichtig war und an dem wir nach meiner Einschätzung auch weiter arbeiten müssen. Denn jeder Angriff auf Einsatzkräfte ist auch ein Angriff eben auf unseren Rechtsstaat. Neben der Ausstattung und der gesetzlichen Grundlagen braucht es aber vor allem ein gesamtgesellschaftliches Signal der Solidarität. Das drückt die Schutzschleife auf. Sie gibt Rückendeckung für unsere Einsatzkräfte. Bürgerinnen und Bürger können sich mit dieser Schutzschleife selbst sozusagen solidarisch zeigen. Sie können Dank, sie können Anerkennung, sie können Wertschätzung und Solidarität zum Ausdruck bringen. Deswegen ist die Schutzschleife, die wir schon 150.000 Mal verteilt haben, sicherlich ein schöner Punkt, mit dem Bürgerinnen und Bürger dann eben auch ihre Solidarität ausdrücken können. Ich freue mich, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Ich freue mich darüber, dass diese Schutzschleife von anderen Bundesländern bereits adaptiert wurde. Wenn ich heute Morgen in einer Schaltkonferenz zusammensitze mit dem Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, mit dem Kollegen aus Sachsen, dann habe ich ebenfalls dort gesehen, wie die Kollegen diese Schutzschleife tragen, weil wir eben gemeinschaftlich den Auftrag empfinden, dass wir eine gesellschaftliche Solidarität mit unseren Einsatzkräften zum Ausdruck bringen wollen und müssen. Dazu ist das ein schönes Zeichen. Deswegen sage ich noch einmal, kommen Sie gleich mit dazu, wenn wir Schleife tragen, mit Schleife tragen, Danke sagen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit ist diese Aktuelle Stunde abgehalten.